Ein Lamm und ein ausgestreckter Zeigefinger. Welches der beiden beachten wir mehr in dieser Karwoche? Fehlt uns heuer das Lamm? In vielen Haushalten gehört Lammbraten ja zur Grundausstattung von Ostern. Oder sehen wir mehr auf den Zeigefinger? Je länger die Corona-Tage dauern, desto größer ist die Gefahr, dass man sich um sich selbst dreht und mit dem Finger auf die anderen zeigt, wer hat was falsch gemacht, wer hätte was besser machen sollen. Dieses berühmte Altarbild zeigt beides. Lamm und Zeigefinger unter dem Kreuz. Ja. Auch deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil wir so schnell Schuld geben. Das Altarbild aber sagt, der lange Zeigefinger hat einen besseren Sinn. Er deutet auf Jesus hin. Und der ist unschuldig wie ein Lamm. Er breitet die Arme aus und verbindet beides, das, was sich unter dem Kreuz gesammelt hat, und die Tat Gottes am Kreuz. Er vergibt. Im Johannesevangelium lesen wir, Johannes sieht, dass Jesus kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und so wünsche ich nun, bleiben Sie gesund und gesegnete Ostern.